Hey, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte heute einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 52. Da heißt es: Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel und priesen Gott. In diesem Abschnitt der Bibel wird uns etwas berichtet, wie die Jünger mit Jesus so das letzte Mal zusammen waren, bevor er in den Himmel aufgenommen wurde. Aber dies war nicht irgendeine Begegnung, nein, es war etwas, was so intensiv, was so nah, so persönlich war, dass die Bibel berichtet, was nach dieser Begegnung geschehen ist. Sie sagt, dass die Jünger in eine Haltung von Anbetung kamen. Sie haben verstanden, das ist nicht irgendein Mensch, nein, das ist Gott. Das ist Jesus Christus, der Retter und Erlöser. Und so heißt es, dass sie ihn anbeteten, dass sie ihm Ehre gaben und das nicht nur irgendwie, wie er in den Himmel aufgefahren wurde, wird ihnen wahrscheinlich noch mehr deutlich. Es ist unser Erlöser und Retter. Und so sind sie voller Freude, sagt die Bibel, mit großer Freude. Und sie bleiben im Tempel in beständigem Lob und Anbetung. Dabei blieb es dann nicht. Wenn wir weiterlesen, dann wissen wir ja, dass nach kurzer Zeit, einige Zeit später, der Heilige Geist auf die Gemeinde fiel, als sie zusammen waren im Gebet. Und durch diese Ausgießung des Heiligen Geistes, da gab es Erweckung in Jerusalem und in der ganzen Umgebung. Zeichen und Wunder geschahen, total eine Hinwendung hin zu Gott. Menschen, die die Predigten hörten, sie fragten dann bei Petrus: Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Da war eine Erkenntnis über die Schuld da. Und ja, so viele Menschen täglich, sagt die Bibel, ließen sich hinzufügen. Entscheidend aber in unserem Glaubensleben und entscheidend, was hier auch deutlich wird, ist, dass wir immer wieder diese Momente, diese lebendigen, ja, Begegnungen mit Jesus haben. Und die wird möglich durch den Heiligen Geist. Christsein ist am Ende nicht eine Religion. Es ist nicht diese Lebensform und moralische Idealweg, weil es einem am meisten Sinn gibt. Nein, es geht um diese lebendige Beziehung, um ein lebendiges Erkennen, Erleben und Erfahren der Größe und Macht und Herrlichkeit Gottes. Zu verstehen und begreifen, wer Jesus ist. Ich weiß, wer ich bin, oder zumindest glaube ich, das zu wissen. Und wir wissen alle, wir sind nicht perfekt. Aber da ist ein Gott, der ist perfekt. Und ja, wir sind schuldig, aber er ist herrlich. Und er ist, was es so wunderbar macht, voller Gnade und voller Rettung. Das wird den Jüngern dort deutlich. Das, glaube ich, ist mit ein Grund, warum sie niederfallen und voller Freude anbeten, weil da dieser Durchbruch von Wiedergeburt so richtig in ihre Herzen sagt. Sie verstehen, da ist der Auferstandene. Das, was er vorher verkündigt hat, das ist wahr. Er ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Ja, wir können viel wissen. Wir können die ganze Bibel auswendig lernen. Wir können noch so viel uns Mühe geben. Noch so viel Wunder und Zeichen erleben und all das. Aber entscheidend ist, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit Jesus sind, dass wir diese Beziehung mit ihm haben, ja, mit dem Auferstandenen. Jesus sagt, am Ende aller Tage, da werden manche kommen und sagen: Ja, haben wir in deinem Namen nicht dies und jenes getan? Und Jesus sagt: Ich kenne euch nicht. Es ist so wichtig, dass wir nicht in eine Haltung kommen und irgendwas tun, was christlich scheint und vielleicht auch christlich ist, aber was unser Herz gar nicht mehr meint, in der Hinsicht, dass wir in dieser Beziehung, in dieser Leidenschaft und dieser Liebe, ja, in dieser wirklich Verlorenheit in Gott leben und zu wissen, alles, was ich habe und bin, kommt am Ende von ihm. Diesen Moment, wo wir wissen, ohne ihn bin ich total verloren. Wenn ich mein Leben zurückschaue, ich habe viel gesehen und schon wirklich viel erlebt und bin Gott dankbar dafür. Aber die intensivsten Zeiten, die waren immer die Zeiten, wo Gott mir so richtig nahe war, wo mir deutlich wurde: Auf der einen Seite, ich bin so hoffnungslos verloren, weil da Schuld ist in meinem Leben. Ich habe nichts vorzuweisen. Aber auf der anderen Seite, wo ich wusste, da ist dieser wunderbare Gott, der bereit ist, alles wieder, ja, zu vergeben. Er bereit ist, uns total neu zu machen, uns zu lieben und in seiner Treue festzuhalten. In jedem Prozess meines Lebens, ob das nun tolle Momente waren oder wirklich
Momente, die schwer waren und herausfordernd. Entscheidend waren immer diese Momente, wo Jesus mir persönlich so begegnet ist, wo ich wusste, er ist da und er hält fest. Das ist möglich und erfahrbar, weil Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage durch den Heiligen Geist. Es ist nicht nur Theorie. Die Jünger, ja, sie haben damals Jesus gesehen. Und dann ist er aufgefahren. Aber er sagt, ich lasse euch nicht allein, sondern durch seinen Geist ist es erfahrbar für jeden Menschen, für dich, für mich, für uns alle, auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit. Und ich finde das richtig genial und wunderbar. Da ist niemand von ausgenommen, sondern wir alle dürfen diese Momente, diese Gegenwart Gottes, diese Momente der Begegnung persönlich mit Jesus erleben. Und das nicht nur an besonderen Gottesdiensten und Momenten, sondern jeden Tag, täglich, da wo du bist, vielleicht sogar ganz allein. So, was schön und ja, wirklich erbaulich sein soll und was uns in diese, ja, wirklich Freude führen soll, wie die Jünger, die in dieser Begegnung nach Hause gehen und voller Freude und Anbetung sind, großer Freude und beständig und festhalten, ist, dass sie Jesus begegnet sind. Und das wünsche ich uns für diesen Tag heute, dass wir das erleben. Nicht in der Form, nicht in einer Leistung, sondern einfach nur in dieser wunderbaren Beziehung, die wir alle erleben dürfen. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber ich möchte dich ermutigen. Öffne ganz neu dein Herz, lade den Herrn ein, sag, sei bei mir, führe und leite mich und erfülle mein Herz. Ich will dich sehen, nur dich. Und das ist so erbaulich, das ist so gut, das ist so stärkend, das ist von diesen Momenten aus unser Leben immer wieder verändern wird, in eine Richtung bringen wird, die Gott für uns vorbereitet hat. Gott segne euch und wir sehen uns morgen wieder.